Hallo Leute, heute möchte ich euch zeigen, wie man mit ein bisschen Arbeit alle Embleme und Titel in Modern Warfare 2 freischalten kann. So, erstmal müsst ihr eine Excel-Datei downloaden, und zwar ist der Link unten in der Beschreibung angegeben. Ja, so, dann, wenn ihr diese öffnet, erscheint als erstes der Startbildschirm. Ignoriert diesen erstmal und klickt hier auf Herausforderung. Hier seht ihr alle Herausforderungen, die es in MW2 gibt. Und wenn ihr auf dieses Kästchen zeigt, wenn ihr den Mauszeiger darüber haltet, seht ihr einen kleinen Kasten aufleuchten, der euch sagt, was ihr zu tun habt. Diese Zahlen bedeuten dann genau dasselbe, nur mit dieser Anzahl. Zum Beispiel hier rennen sie 1 Kilometer ma mit Marathon. Rennen Sie 5 Kilometer mit Marathon 10, 26, 52 und 104. Genau dasselbe ist bei allen anderen auch so. Ja, hier werden erstmal alle Herausforderungen angezeigt. Nun haben wir hier, sind alle Titel aufgelistet. Diese be könnt ihr einmal bekommen, indem ihr hier rauf halt in auf diese auf manche dieser Titel raufhaltet. Dann werdet ihr sehen, was ihr machen müsst, damit ihr diese Titel freischaltet, wieder in diesem Kästchen, das gerade erschienen ist. Bei manchen allerdings, zum Beispiel, steht dann hier das P, ein grünes P, das heißt, ihr müsst Prestige sein, damit ihr dieses schaffen könnt, beziehungsweise, Entschuldigung, damit ihr ein bestimmtes Level erreichen müsst, was dann auch Prestige ist. Sprich, wenn immer ein grünes Kästchen daneben ist, ihr müsst Prestige sein. Bei manchen allerdings kommt das nicht. Dann müsst ihr Doppelklick darauf machen und normalerweise würde er dann hier auf die Herausforderung und auf die zugehörige Herausforderung, die ihr schaffen müsst, springen. Leider geht das bei mir nicht, da meine Excel-Version abgelaufen ist und ich deshalb nur noch so das sehen kann. Wie gesagt, und hier werden dann alle aufgezeichnet. Hier seht ihr halt wieder eins, wo man einfach nur drüber gehen muss. Hier müsste man wieder raufklicken. Wieder braucht man Prestige. Ja, und davon gibt es halt dann ganz viele Titel, die ihr mit der Zeit freischalten werdet, wenn ihr lang genug daran arbeitet. Ja. So, dann gibt es natürlich auch noch die Embleme. Das ist genau dasselbe Spiel. Entweder draufhalten oder Doppelklick draufklicken. Ja, und gleich werde ich euch mal zeigen, wie das dann aussieht, wenn man alles freigeschaltet hat im Spiel. Im Spiel sieht das dann folgendermaßen aus. Ich habe hier schon mal aufgenommen mit Fraps, wie das dann aussehen würde. Und das würde dann folgendermaßen im Spiel aussehen. Erstmal natürlich alle Titel.
dazu wollte ich noch gesagt haben, diese Art, die Titel und Embleme freizuschalten, ist meiner Meinung nach fairer und ehrlicher, als wenn man sich zum Beispiel einfach so einen Hack aus dem Internet lädt oder sich auf einem Boost-Server freischaltet, ja. Weil man dies ja trotz allem mit selbst ehrlich erspielt hat. Und dann gibt es natürlich auch noch die Embleme. Davon gibt es auch reichlich. Eins habe ich hier noch nicht freigeschaltet, daran muss ich noch arbeiten. Das ist das letzte, und zwar alle Prestige-Herausforderungen. Und die Waffen, die bekommt ihr mit der Zeit. Müsst ihr euch halt Zeit jeweils für eine einzelne Waffe nehmen, dann kriegt ihr das auch hin. Ihr braucht halt ein bisschen Freizeit.